Hallo zusammen, heute ist es endlich soweit. Es geht mit unserer Geigenreihe weiter. Heute beantworte ich euch einige Fragen, die von Usern gestellt wurden, insbesondere zu Saiten. Ich werde euch einige Saiten vorstellen und etwas zu den Eigenschaften sagen und auch Empfehlungen aussprechen oder eher abraten. Wenn euch dieses Video gefällt, schreibt bitte einen Kommentar und ich würde mich auch freuen, wenn ihr diese Reihe abonniert. Noch eine Kleinigkeit, ich bekomme immer wieder Fragen per E-Mail oder in den Kommentaren und werde deswegen in Kürze ein Fragen-Antwort-Video erstellen, wo alle diese Fragen gesammelt beantwortet werden. Wenn ihr also noch eine Frage habt, die euch auf der Seele brennt, dann schreibt sie entweder per E-Mail oder in den Kommentar. Die Adresse gibt es am Anfang und am Ende. So, nun steigen wir aber direkt ein. Es geht um Geigensaiten. Es gibt zwei Hersteller, die insbesondere Geigensaiten produzieren. Das sind Pirastro und Tomastic. Ich würde mal sagen, etwa 95% aller Instrumente sind mit Saiten eines dieser beiden Hersteller bezogen. Für Anfänger sind die gebräuchlichsten Saiten die Pirastro Tonika Saiten. So, ich habe hier mal eine Geige, die mit diesen Saiten bezogen ist. Man sieht, die Farbkodierung ist am Ende rot und weiß mit einem etwas längeren roten Stück und die E-Saite ist nur rot. Jede Saite bzw. jede Marke zeichnet sich durch eine bestimmte Farbkodierung aus. Das heißt, wenn man diese Farbkodierung weiß, kann man sagen, welche Marke die Saiten sind. Nun zu den Pirastro Tonika. Es handelt sich dabei um sogenannte Synthetik-Saiten. Das bedeutet, der Kern der Saiten ist aus Nylon oder Perlen oder was auch immer, also aus einem Synthetikmaterial. Und das Ganze ist dann umsponnen, umwickelt mit Stahl, Silber oder Aluminium. In diesem Fall ist die Umwicklung der D-Saite und der G-Saite Silber. Und die Entwicklung der A-Saite ist Aluminium und die E-Saite ist immer nur Stahl. Da ist gar kein Synthetikmaterial drin. Ja, diese Saiten finde ich recht ordentlich. Sie kosten ungefähr im Handel um die 30 bis 35, manchmal auch 40 Euro. Sie sind nicht umsonst die beliebtesten Saiten auf dem Markt. Sie sprechen recht gut an, sind recht stimmstabil und insbesondere wenn sie gut zur Geige passen, können sie auch einen wirklich sehr, sehr guten Ton entwickeln. Der Nachteil dieser Saiten, und das habe ich auf vielen Geigen gesehen, ist, dass die D-Saite manchmal etwas matt klingt. Das bedeutet, dass die D-Saite klanglich im Vergleich zu den anderen etwas abfällt. Das ist ein klarer Nachteil dieser Saiten und deswegen gehen sie auch nicht für jede Geige, aber für sehr, sehr viele Geigen. Ja, das sind die Pirastro Tonika Saiten. Durchaus empfehlenswert, sehr gebräuchlich und jeder Musikhandel oder jeder Geigenbauer hat sie sicherlich auch vorrätig. Als nächstes möchte ich euch eine Marke der Firma Tomastic vorstellen. Das sind die Tomastic Dominant Saiten. Ihr seht wieder die Farbkodierung, sie ist ganz anders als bei den Pirastro Saiten. Gelb, Grün, Blau und die E-Saite ist wieder Stahlgelb. Auch hierbei handelt es sich um Synthetik-Saiten. Zu diesen Saiten muss man einige Sätze sagen. Sie sind sehr gebräuchlich, auch im professionellen Bereich und haben einen wirklich sehr großen, strahlenden Ton. Es gibt aber einen entscheidenden Nachteil. Dieser große, strahlende Ton hält nur relativ kurze Zeit, das heißt nur ungefähr 3, 4, maximal 5, 6 Monate. Danach bauen diese Saiten sehr rapide ab. Man muss sie dann also eigentlich nach einem halben Jahr austauschen. Und bei einem Straßenpreis von um die 50 bis 55 Euro ist das schon eine nicht unerhebliche Investition. Ich würde also von diesen Saiten für normale Schüler, Amateure eher abraten. Denn man kann sie auf gar keinen Fall 1 bis 2 Jahre, so wie andere Saiten, auf sein Instrument drauflassen. Dann ist der Klangverlust zu groß und dann kann man diese Saiten eigentlich gar nicht mehr richtig spielen.
Ja, so viel zu Thomastik dominant. Sehr beliebt, wie gesagt, im professionellen Bereich, wo dann auch keine Hemmungen bestehen, alle halbe Jahre mal die Seite zu tauschen. Das ist auch in Ordnung so. Die Seiten sind diesen Preis auf jeden Fall wert. Wie gesagt, der große Nachteil, der schnelle Abbau in der Klangqualität. Ja, und als allerletztes möchte ich euch Seiten vorstellen, die ich persönlich absolut favorisiere. Und zwar aus folgenden Gründen. Es geht im Amateur- und Anfängerbereich insbesondere darum, dass Saiten stimmstabil sind. Das heißt, dass sie nicht nach einer Stunde oder nach Viertelstunde, einer halben Stunde um einen halben Ton abgerutscht sind. Dass möglichst die Stimmung aus der Geigenstunde fast eine Woche hält, möglichst gut. Das ist das eine. Und es geht dabei darum, dass die Saiten leicht ansprechen. Das heißt, dass man nicht um den Ton kämpfen muss, sondern den Bogen aufsetzt, den Bogen durchzieht und der Ton ist sofort da. Das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache, wir brauchen bei Anfänger- und Amateurseiten Klarheit im Ton. Wir brauchen eine gewisse Brillanz, wir brauchen aber auch Klarheit, damit der Ton nicht irgendwie so, auch bei leichten Bogenunsicherheiten, nicht verschwurbelt plötzlich. Und da finde ich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her die Saiten der slowakischen Firma Varchal wirklich unangefochten top an der ersten Stelle. Ihr könnt den Namen und die Saitenmarke hier lesen. Diese Saiten kosten auf der Straße ungefähr 25 bis 28 Euro. Und das ist gemessen an der Qualität, die dafür geboten wird, ein wirklich unglaublich günstiger Preis. Die Saiten sind sehr stimmstabil, sie haben einen sehr klaren Ton, man zieht sie auf, sie sind nach zwei, dreimal Nachstimmen dann bleiben sie so wie sie sind und sie sprechen sehr leicht an. Das heißt, sie sind sowohl für ganze Geigen, für Jugendliche, als auch für Kindergeigen ganz hervorragend geeignet. Also diese Saiten kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ich habe sie auf ungefähr 2.000, 3.000, 4.000 Instrumente in den letzten Jahren aufgezogen und alle Kunden, die diese Saiten gekauft haben, sind wirklich sehr zufrieden damit, auch Geigenlehrer, Geigenlehrerinnen. Ja, es sind keine professionellen Saiten, also keine Saiten, die man im professionellen Bereich empfehlen könnte. Dafür sind sie nicht tragend und strahlend genug. Das wird aber für Schülersaiten auch nicht verlangt, sondern da gelten die Kriterien, die ich eingangs nannte. Also diese Saiten, Farbkodierung blau, 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 ganz einfach zu merken, sind wirklich sehr empfehlenswert. Ja, so viel das zum kurzen Seiten-Special. Kurzes Video heute, wir werden aber jetzt schnell nachlegen. Vielen Dank fürs Zusehen, hoffentlich haben euch diese Informationen geholfen und bis zum nächsten Mal. Ciao.